Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 4. Am Start haben wir den Thunder. Uah, ich mach's gleich. Den Robo. Ja, hallo. Und den Weising. Servus. Oh shit, Mann. Oh, Kacke. Ich kotz gleich in den Helm. Ist doch dein Helm. Das ist ja gerade das Problem. Alter! Das Ding ist geil. Das erinnert mich irgendwie an die eine Folge aus Stargate Atlantis, wo die auf dem Antika-Satelliten sind. Der eine findet den Knopf für die künstliche Schwerkraft. Ja. Ja, gut, warten Sie aber noch, bis ich. Genau. Alter, du kommst hier nicht weg von dem Ding. Doch, mit Jetpack. Boah. Ja, gut, warte mal. Ich kann das Ding erstmal ausschalten. Mach das bloß nicht. Wow. Wenn du das machst, fliegen uns hier die Eisbrocken durch die Gegend. Mindestens. Und Smoker. Boah, Alter. Wieso seid ihr alle? Komm. Moment. Also, ich muss schon sagen, das sieht merkwürdig aus, wie unsere Charakter dastehen. Mal gucken erstmal hier das ein. Ich. So, mal gucken, wie weit geht das. So. Dann. Ja, das Ding hat ziemlich gut Power. Das Gute ist, du brauchst nur an dem Ding stehen und alles aufsammeln. Aufsammeln oder Sammler nutzen. Alter, das Ding ist auch irgendwie teilweise gefährlich. Wie die Bracke hier durch die Gegend fliegen. Das sieht teilweise aus wie so ein Sonnensystem. Wenn ich so irgendwie ins Schiff schaffen würde. Jetpack! Alter, selbst im Schiff zieht's mich dort runter. Ja, solange das geht, kannst du eigentlich nur noch mit Jetpack fliegen. Ja, dann werden wir das mal schnell mal schweißen. Du musst dir das mal angucken, wie ich hier in dem Schiff hänge, um an einen Container ranzukommen. Ich komm, Moment, da muss ich jetzt hin. Oh, jo. Ja, merkst du es? Ja, mach mal Jetpack aus. Und springen sollst du vermeiden. Stahlrohre und Motoren. Wow. Also kleine Stahlrohre. Alter. Wow. Hey, springen ist cool. Yo. Wow. Ob ich den Sprung zu euch schaffe? Oh shit! Oh. Anzeigen noch vier. Ja? Jetpack an und ab die Kirche. Uah. Oh, Sauerstoff ist knapp. Also mal ran. Ja! Ach, muss ja mit Jetpack jetzt fliegen. Du, Alter, das ist selbst Sinn bei der Krankenstation so. Ist da einer reicht sogar. Einer reicht. War nicht schlecht. Was hat denn das Ding für eine Anziehungskraft, ey? 1G. Ja, bei 0,25G? Das? Ja, dann hat's 0,75. Ich kleb grad an der Decke bei uns im Schiff. Boah, Alter! Sieht aber ungemein gefährlich aus. Yeah. Auch so ersparen wir das Einsammeln. Das ist geil. Wir müssen nur aufpassen, dass der Sammler durch den vielen Steinschlag nicht kaputt geht. Nee. Und der ist doch mit dem Schiff verbunden und das Schiff hat das Schild. No. Ja. Ah, ja, stimmt. Oh, Kopfschuss.
nur irgendwie schwierig hier zu wohnen. Ja, weil die ganzen Steine nicht alle wegbouncen. Yep. Ja, oder wir müssen noch ein paar mehr Sammler? Sammler dran machen. Ja, auf jeden Fall ein paar Sammler. Noch einen auf ja. die andere Seite. Ja, vier Stück am besten. Also nochmal drei. Ja. Wie nochmal drei? Nochmal drei. Also auf jeder Seite. Das geht schon nicht, weil hier vorne ist die Rampe. Hier vorne ist eine Rampe und die sollte möglichst drin bleiben. Ja, wenn dann geht's auch, wenn man noch zusätzlich ja, mit drei Stück ja, oder drei, genau. Dann setzen wir den Verbinder hier vorne ein Stück nach vorne. Also um einen nach vorne, machen hier noch einen Conveyor vor. Warte mal. Also das ist echt ein geiles Bohrvorhaben, was wir hier machen, also. Geht vor allen Dingen die Idee ist geil. Warte mal, ich brauche erstmal Stahl. Da wir hier echt ein G mit dem Ding haben, ist das... Dürfen wir ziemlich weit bohren, also ziemlich tief bohren können. Ja. Warte mal, ich kann ja mal aus Just for Fun mal ein bisschen wegfliegen. Ja, wenn ich da hier wegkomme. Roro, ist das. Ja. Soll das so, was du da baust? Hä? Was machst du denn da? Na, noch so ein Ding. Wie noch so ein Ding? Noch ein Sammler. Ne? Ach so, okay, ja, Brain Lag. Ich hatte die Konstruktion auf der anderen Seite etwas anders im Kopf. Wieso, du siehst es doch, ne? Ja, ich, wie gesagt, Brain Lag. Alter, wie die Steine hier durch die Gegend fliegen. Heftig, oder? So, bis hierhin reicht das. Wie Smoker unten am Bröseln ist. Das ist aber weit. Guck mal, wo Weißing ist. Bis dahin wo ist er denn? Bis hier habe ich ein G von 0,50. Wo? Alter, das geht aber ordentlich weit weg. Hä? Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht mal. Ja, da hinten. Ja, wo hinten? Rechts. Ziemlich weit weg. Hinten rechts. Hinten rechts. Da, wo ich hingucke. Ja, wo bist du? Ja. Das ist aber ja. Links. Hä? Vom Schiff aus gesehen ist es rechts. Von Schiff? Na ja, genau. Vom Schiff aus, ja. Wenn du beim Schiff nach vorne guckst, ist es rechts. So wohl ziemlich weit, wie das geht, ey. Von hier an habe ich 0,57. Was? Das ist heftig. So macht Spawn auch Spaß. Jojo. Und so geht das nicht. Das ist doch. Nein, verkehrt. Ja, aber. Das funktioniert auch. Das funktioniert sogar noch ein bisschen besser. Verdammt, jetzt könnten wir die schrägen. Was braucht ich hier jetzt noch? Besser gebrauchen, Moment. Anzeige und Computer noch. Oder hast du schon? Was brauchen wir noch? Anzeigen, Computer. Anzeige habe ich, Computer habe ich. So, fertig. Jetzt müsste es besser gehen. Das ist schon heftig geil. Wie auch alles gleich weggelutscht wird. Oh no? Ja. Also es ist echt geil, so zu bohren. Ach, hier ist ja schon Stein. Cool. Die Idee gefällt mir. Wow. Müssen wir irgendwie dauerhaft irgendwie dran bauen können. Wie? Ja. Jedes Mal, wenn wir irgendwie was abmeinen, brauchst du nur das andere. Das geht aber nur auf Planeten, wo nur so eine niedrige Schwerkraft ist, oder? Ja,
Ja. Ich glaube schon, aber ja. Für ja, den Mond ist es echt schon top. Auf dem Mond sollte das eigentlich funktionieren. Im Sander, das funktioniert aber so nicht, ne? Bei denen nur so, okay. Doch, das funktioniert. Die haben einen Block voraus. Das sieht schon heftig aus, wie hier die Steine rumfliegen. Na, leck. Oh. Seit 5 Sekunden keine Symbole vom Server. Nein, nein, die nein. Ihr auch? Ja. 8, 9, 10. Ach, nö, ja. Nitrat ist schon wieder ein Problem, oder was? Oder wir haben zu viel gebohrt, also zu viel auf einmal. Nee, das kann's nicht sein. Ja, das wird ja alles weggenommen sofort. Ja, deswegen. Ich weiß nicht. Der Server hat ja immer nur was dagegen, wenn wir hier mit Schiffen da angefangen mit bohren. Aber das, was wir da bei Hand abfriemeln, das ist ja echt ein Witz. Das ist Köttel. Ja, ne? Bohrt einer von euch noch? Nein. Ich hab Standbild, ich kann nicht bohren. Also ich kann mich hier noch frei bewegen. Ja. Rocho bohrt die ganze Zeit noch. Echt? Ja. Ich hab dann. Läuft bei dir. Ich hab seit 60 Sekunden keine Meldung vom Server mehr, das ist viel schlimmer. 63. Ich hab ja auch nicht. Okay, jetzt hab ich ihn so durch. Ich kann nicht durch die Gegend bohren. Okay. Wir schieben Rocho gerade weg. Ich auch. Wo ist er denn bei dir? Naja, also. Bei mir ist er jetzt fast direkt am Gravity-Generator. Ich hab ihn schon weitergeschoben. Okay. Der fliegt gerade hoch ins Weltall. Tschüss, Rocho! Na toll. Okay, seit 100 Sekunden keine Meldung vom Server mehr. Okay. 102? 104? Schade. Ach, wird heute eine etwas kürzere Folge. Sorry, Leute. Schon wieder. Ja. Ihr seht ja, mit was für Problemen wir hier immer noch kämpfen. Leider Gottes. Nun denn, das war's für heute wieder, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.